So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu die Elder Scrolls 4 Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind gerade dabei, ein bisschen eigenartig vielleicht, aber wir rauben gerade die Wachtürme aus in der Kaiserstadt. Wir haben jetzt schon den dritten. Das habe ich so eingebaut. Ich wollte so eine Diebstahlrunde machen und dann ist mir aufgefallen, es gibt ja auch noch diese Wachtürme. Die haben wir noch gar nicht angeguckt und die interessieren mich natürlich auch brennend. Tut mir leid, aber ihr seid in ein Sperrgebiet geraten. Ein Sperrgebiet. Skandal im Sperrbezirk, mein Freund. Ja gut, dann lassen wir den mal. Dann gehe ich jetzt weiter in den Marktbezirk. Ich meine, zum Marktbezirk gehören auch die beiden Wachtürme. Deswegen würde ich jetzt hier weitermachen. Und zwar mit dem Juwelier Roter Diamant. Das klingt sehr, sehr lukrativ. Das klingt sehr, sehr lukrativ. Ich glaube zwar nicht, dass der Audenser-Videos da ständig rumlungert, aber ich will jetzt auch nicht warten. So wichtig ist es mir am Ende des Tages auch nicht. Ich bin momentan zu ungeduldig für das Minigame. Oh, der ist noch. Der ist noch wach. Ja gut, wach. Ist nicht... Futtertrog. Der hat noch auf. Ich glaube, hier war ich noch nie drin. Im Futtertrog. Ein Lager? Ihr seht aus, als verstündet ihr euch auf Veränderung. Vielleicht könnt ihr mir etwas beibringen. Entschuldigung, warum haben die alle noch auf? Leute, geht schlafen. Es wird Zeit. Hm? Okay, Audenser Videos scheint unterwegs zu sein. Dann machen wir einfach in der Zeit hier weiter. Es ist einfach wichtig. Es ist wichtig, als Diebesgilde immer hier auch in der Kaiserstadt aktiv zu sein, zu zeigen, hey, ihr seid nicht sicher. Ihr seid nicht sicher vor uns. Schön die ganzen Rüstungen klauen. So. Und dann knallt's richtig. Merunes Dagon greift die Kaiserstadt an. Alle Wachen wollen todesmutig zu ihren Rüstungen stürmen und es ist nichts mehr da. Dank wem? So. Nice. Der Retter von Cyrodiil. Lol. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Habe ich schon gespürt, dass es schief geht. Da ist er. Audenser Videos. Ist, glaube ich, einer von den Guten. Werden wir aber vermutlich auch noch im Zuge dieser Korruptionsquest herausfinden. Auf jeden Fall geht er frühzeitig ins Bett. Ja, gut. Er besitzt auch nicht allzu viel. Das hat sich jetzt nicht so ultra gelohnt. Aber wenigstens haben wir den Turm abgeschlossen, Freunde. Ist dein Ernst? Okay, muss man ein bisschen tricksen, aber er kommt dann schon wieder raus. Keine Sorge. So. Scheint eine stürmische Nacht zu sein, Freunde. Oh, es regnet. So, let's go. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, dass ich da in einigen Geschäften auch noch gar nicht drin war. Ich war noch nie im Juwelier... Ich war noch nie im Juwelierladen. Futtertrog sowieso nicht.
Weil ich lustigerweise genau das in Verbindung bringe damit, was man, was ich glaube, was in so einem Futterdruck ist, und zwar Tier. Oh, du bist immer noch wach. Hamloff Rotzahn, ey, ihr Hohlzahn, Digga. Ist auch noch wach. Sag mal, was machen die denn? Die sind ja alle noch wach. Seid erneut gegrüßt. Ah ja, wir kennen uns. Bitte. Das ist die. Lebt wohl. Hä? Ich check's eigentlich. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wer sie ist. Okay, das Lager ist mittlerweile ab. Okay. Okay. So langsam tut sich hier was. Sehr schön. Ich hatte ja schon fast die Hoffnung aufgegeben. Aber der Dude ist schlafen gegangen. Oh, oh, der wird jetzt... Ah, mein Lieber. So ein Schmuckladen ist natürlich das Ding, ne? Also für Dieb. Hier sich jetzt zu bedienen. Sehr schön. Ich find's gut, dass du dort deine wertloseste Kette drin versteckst. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel dafür. Er schützt natürlich seinen ganzen Schmuck, vollkommen klar. Drei Wachtürme ausgeräumt und jetzt mit dem Juwelier weitermachen. Das ist schon auch eine große Nummer, die wir hier gerade machen. Jetzt ist ein bisschen mehr versäumt. Ein bisschen mehr Konzentration ist gefragt. Besonders nachdem ich bei den leichten Schlössern vorher so versagt habe, aber er kriegt's hin. So nett. Boah, es tut mir fast ein bisschen leid. Aber es ist halt schlichtweg was anderes, so einen Juwelier auszuräumen, als einen Bücherladen oder einen Krämerladen. So ein Juwelier ist natürlich die Cash-Cow überhaupt. Wird auch in der Kaiserstadt für deutlich mehr Aufsehen erregen. Definitiv. Definitiv. Die Wachtürme auch. Ich weiß bloß nicht, ob das so bekannt wird, weil wer weiß, ob die Soldaten überhaupt zugeben wollen, dass man sie im Prinzip ausgezogen hat. So. Wachtürme sind immer gut. Immer? Nee, Stoff habe ich jetzt keinen Bock. Das ist so eine Mutsache, ob ich die auch mitnehme oder nicht. Okay. Okay. Ja, es ist halt ein Juwelier, gell? Der ist halt einfach anders aufgestellt. Das Stundenglas kannst du behalten. Zum Beispiel Futtertrog, Lager, das sind so Orte, wo ich sage, da wird nicht viel rumkommen. So. Aber Juwelier, Waffenläden, das sind die Orte, wo du sein musst.
Ja, dem Kollegen geht's gut. Entschuldigung. Er lebt aber nicht so dekadent, wie ich jetzt erwartet hätte. Also er hat jetzt nicht diese... Da habe ich schon andere Läden gesehen, wo die Leute so ultra wertvolle, also so Seidenkleidung und so... Oh, Dunkelbier ist relativ wertvoll. Und sowas hatten, ist jetzt bei ihm gar nicht der Fall. Macht ihn schon fast wieder so ein bisschen sympathisch. So, schauen wir mal. Danke dir. Ich liebe das Geräusch, wenn die Dinge aufgehen. So, wir machen es wie das letzte Mal, Freunde. Zack. Schlaf gut. Schön, schön. So, next one. Hat um 2 Uhr, dann hat der immer auf. Willkommen im zum Futtertrog. Ich bin Delos Fandas. Wir haben Essen und Trinken und das nicht zu knapp. Das ist ein... In Ordnung. Das ist ein Ding, das Versuch ist eine Kneipe. Ich kämpfe nicht. Wohl kaum. Ich dachte, es wäre ein Lebensmittelladen. Erzählt nicht. Das ich hab, oh, der ist klasse. Ihr braucht gar... Oh. Habe ich absolut nicht... Gutes Argument. Habe ich absolut nicht erwartet. Wo habt ihr den her? Das ist... Seht, er ist groß, seht ihr? Wirklich groß. Der einzige Weg, ihn kennenzulernen, ist zu Fuß. Seht euch alles an, sprecht mit jedem. Ich bin dabei. Kalindil hat ein schönes Geschäft im mystischen Warenhaus. Allerdings. Kommen wir zum Geschäft. Es ist eine Kneipe. Lebt wohl. Er wird schon nichts dagegen haben. Dunkelelfen unter sich, wisst ihr. Alter, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Und ich wundere mich, warum der die ganze Nacht auf hat. Ja, ist ja klar. Oh, mystisches Warenhaus. Der Dude geht, also... mal so for real. Die gehen auch wirklich nicht schlafen, oder? Was? Unfassbar guter Raubzug, Freunde. Natürlich, also, logischerweise primär wegen den, also, wegen den Wachtürmen. Ohne Frage. Aber auch wegen dem Juwelier. Ich hatte, um ehrlich zu sein, nicht erwartet, dass wir das voll machen. Er sieht uns an, aber er sieht uns nicht. Ist auch witzig. Besonders wenn nach so einer Nacht so ein Teil von deinem Besitz weg ist. Es kam ein Dude rein, weil es ist ja jetzt nicht besonders gut besucht, der Futtertrog. Es war ein Dunmer da, ein anderer, so. Wer könnte es gewesen sein? Ja, mein Freund, ich kann dir da auch nicht helfen. Ich weiß es auch nicht. Sehr gut, die kaufe ich mir dann gleich zurück.
Gut. Futterdruck durch. Es war mir eine Freude. Geht noch was. 110 hätten wir noch frei. Let's go. Lager bin ich jetzt auch gespannt. Also viele Stoffe? Nee, das... Nee. Ja, scheiß drauf, ich verschenk sie. Bevor ich die jetzt da wieder versuche einzusortieren. Steinziegel. Ja, großartig. Ein paar feine Tropfen haben wir gefunden. Ich wollte mich schon vor längerem mal informieren, ob es eigentlich in der Kaiserstadt einen Hehler oder eine Hehlerin gibt. Habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Habe ich irgendwie einfach versäumt, um ehrlich zu sein, so. Weinfässer. Ja, es ist ein Lager primär für Stoffe und Wein. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Ausbeute. Gut, das Ding ist jetzt halt auch, dass ich momentan jeder mit der Ausbeute aus dem Juwelier messen muss. Und das sind natürlich zwei, Welten. So. Primär Stoffe, die nehme ich mit. Da liegt er. Ja, du bist mir ein großartiger Lagerwächter, Killefor, ne? Du passt ja richtig auf. Hey, gerade. Also gerade bei Nacht, hätte ich gesagt, braucht man da jemanden. Gut. Die drei Läden haben wir. Ich würde sagen, das reicht. Lasst uns mal... mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss nach Brumath zurück, um dort die Sachen zu verkaufen. Festung Tugend ist dann das nächste Ziel. Genau. Und dann will ich mich zuerst, bevor ich mich einer anderen Quest widme, würde ich gern mit der Vampir-Quest weitermachen. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen haben wir ja von unserem dunkle Bruderschaftsboss auch die Quest, also im Prinzip dieselbe Quest bekommen mit dem, hey, gibt es ein Vampirheilmittel? Ob der das wirklich haben will, ist ein anderes Thema. Weiß, kann ich mich selbst gerade, um ehrlich zu sein, nicht so dran erinnern. Das mal zum einen. Und dann würde ich eben noch eine Kaiserstadt-Nebenquest machen. Ich muss jetzt gerade nicht zwanghaft Chardinal schon durchspielen. Da gibt es noch eine Nebenquest, der werden wir uns bald widmen, aber muss ich jetzt nicht gleich voll reingehen. So.
Ich denke, gerade diebestechnisch ist es momentan sehr, sehr gut, dass wir so ein bisschen wechseln zwischen Chardinal und der Kaiserstadt so. Nicht so speziell auf eine Stadt fixiert sein. Ist gut. Es ist nur so ein bisschen Roleplay-mäßig. So. Moin, mein Lieber. Ja, und jetzt... Mein Lieblingskunde. Ich habe einiges dabei. Argonisch, ich habe erstmal Bücher. Okay? Das ist... Erstmal habe ich ein... Oh, ich habe die ganzen Seelensteine noch dabei. Kristallkugeln. Aber du meintest ja, die kriegst du auch immer ganz gut los, gell? Das ist... Reparaturhämmer. Also so allgemeines Zubehör, weißt du, Onga? Kennst es ja. Die rote Schüssel schenke ich dir, die kannst du haben. Silber habe ich ein bisschen was dabei diesmal. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Falls... Ich denke, auf dem Schwarzmarkt kriegst du da einen guten Preis dafür. Sogar einen unreinen Diamanten und einen unreinen Smaragd. Das klingt doch großartig. So. Das ist wieder mal ein bisschen wertvolleren Wein und Biere. Ich meine, ich habe gehört, am Schwarzmarkt geht Alkohol ganz gut weg. Ich bin mir sicher, dass du interessierte Käufer findest. Also wir hatten da Dunkelbier, Surili Brüderwein, das ist noch Standard, aber wir haben auch Tamigas Westebenenwein. Also von daher, wir haben da schon gute Sachen dabei. Ich denke. Und dann habe ich noch ein paar richtige Schmankerl für dich, mein Freund. Ein paar richtige Schmankerl, die eigentlich dazu führen müssen, dass wir nochmal aufsteigen in Handelsgeschick. Pass auf, okay, wir erstmal bei Waffen nicht so viel. Wir haben eine Silberstreitaxt und eine Stahlstreitaxt. Da, und hier haben wir noch Ach, die behalte ich. So. Pass auf. Ich denke. Sehr, sehr viele Amulette. Ich denke. Das klingt. Sehr, sehr viele Amulette, mein Freund. Ja, wir haben. Kennst du den roten Diamant in der Kaiserstadt? Yep. Das. Ja, genau. Das. Da sind wir mal eingestiegen, mein Lieber. Und haben uns so ein bisschen bedient. Und die haben schöne Waren dort, kann man nicht sagen. Kann man absolut nicht sagen. Ich. Und ich meine, Schmuck, wissen wir, wir Diebe, ne, wir lieben das. So, Jade-Amulett habe ich, eine Jade-Halskette habe ich. Das klingt. Hier haben wir einen Kettenhelm. Ein Ex. Echt. Und Rüstungen. Echt. Woher ich die hab? Ich denke. Ich hab mich vielleicht ein wenig bedient bei unseren Wachen, bei unseren Freundlichen. Du weißt schon, diese Wachtürmen. Genau. Da habe ich mich mal ein bisschen umgesehen. Ich denke. Wir haben gute Rüstungen da. Kann man nicht sagen. Ihr seid. Da. Nochmal ein bisschen Schmuck. Ich denke. Ja, rotes Samtgewand, genau. Ich denke. Noch mehr Schmuck. Ein paar von denen hatten auch Stahlrüstungen. Warum auch immer? Nein, nicht das Schild. Okay, was will ich von dir zurück? Das gibst du mir mal zurück. Ich sollte es. Und das. Bin ich von. Danke dir, mein Lieber. Schatten. Oh, es war eine großartige Nacht. Eine großartige Nacht, Freunde.
Oh ja, sind jetzt schon deutlich mehr. Kommt mir fast so vor, als hätte ich mal welche übersehen. Gut. Es war jetzt ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber wir sind dadurch ja auch ein ganzes Stück weitergekommen, ne? Deswegen hat sich ja auch gelohnt. Ich würde sagen, jetzt wirklich Festung Tugend, Freunde. Jetzt wirklich. Oh. Beeilt euch, bevor ich es mir anders überlege. Ich liebe diese kurzen Dialoge, die man so mitbekommt. Okay, wir müssen hier runter. Ich glaube, ich schwimme einfach hin. Ja, wir könnten auch den Weg da drüben gehen, aber ich glaube, querfeldein ist kürzer. Und go! Oh ja, das geht mittlerweile sehr, sehr gut. War jetzt nicht so elegant eingetaucht, aber es passt. So, und jetzt eigentlich straight rüber, oder? Ganz knapp. Vielleicht eine Perle oder so? Oder ein Schlachterfisch? Wir können auf jeden Fall wieder... Packesel habe ich ja. Pack mal die Seelenfalle auf die 8. Okay, wir sind sogar ein bisschen zu weit geschwommen. Da drüben ist Fanakasse cool. Wie gesagt, ich habe es aufgeschrieben. Ich lasse es jetzt mal weg. War ja euer Kommentar dazu. Oh. Danke dir. Und da ist Festung Tugend. Ich glaube nicht, dass sich da Kreaturen außen herum tummeln. Es ist sehr nah am Weg. Eine Schlammkrabbe. Ja, ein paar Blüten ernten. Wo ist sie? Füllen wir mal unsere Seelensteine auf. Ja, Fanakasse cool. Hier, wir sehen schon, das ist ein Bandit. Saugefährlich. So, das ist Festung Tugend. Da merkt man so richtig, das sind so Festungen, die direkt an der Hauptstraße entlang gehen. Festung Tugend, Festung Kaiserreich, Festung Nickel. Das sind jetzt nicht gerade kreative Namen. So. 200 Höhle haben wir auch durch, das haben wir durch alles. Da kommen wir irgendwann nochmal rein. Das sieht alles gut aus. Das Zentrum sieht generell schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. So. Oh, Untote. Hier ist der Ausgang. Ich glaube, ich habe schon... Ja, Untote. Tatsächlich, Freunde. Ich verabschiede mich für heute schon mal. Wir sehen uns morgen wieder. Da hauen wir hier diese wunderbare Festung durch, befreien Festung Tugend von ihrem Fluch. Und dann, wenn wir damit fertig sind, wird einiges an Quests. Dann werden wir 3 Quests machen, Freunde. Es geht dann richtig los, ja. Generell, eine Kaiserstadt-Quest und eben die beiden Vampirheilmittel-Quests werden wir so weit vorantreiben, wie irgendwie möglich. Ich freue mich da sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.